Hi and welcome back to Sarah's Music. Today we're in Vienna. Today's episode is all about the Viennese waltz, and I think to be able to talk about the Viennese waltz, you need to learn how to do it. So, let's go inside. Vielen, vielen Dank, dass Sie heute die Zeit genommen haben in Ihrem wunderschönen Tanzstudio. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich freue mich auch sehr. Danke, dass Sie gekommen sind. Es ist eine richtige Institution, weil als ich gefragt habe, wo soll ich hin, um Wiener Walzer zu lernen, also da kam einstimmig die Antwort, kann man nur hierher. Das ist schön. Freut mich sehr, ja. Wie ist es, dass der Wiener Walzer so eine Institution geworden ist? Also das ist es fast so wie eine Religion in Wien, da muss man Wiener Walzer tanzen. Der Walzer ist halt bei uns wirklich der Nationaltanz und heißt ja auch Wiener Walzer, obwohl er nicht nur in Wien entstanden ist, sondern natürlich im ganzen süddeutschen Raum. Was ist dann der Unterschied so richtig? Ich weiß mit dem 2-3, das werden wir von meinen Musikern dann ausführlich erklärt bekommen, aber ist es nur, weil es schneller ist, der Wiener Walzer? Naja, der Wiener Walzer ist zunächst einmal wahnsinnig leicht zu erlernen, weil es ja immer die gleichen 6 Schritte sind. Werden wir sehen. Werden wir sehen, garantiert. Und zweitens haben Sie beim Wiener Walzer halt dieses herrliche Gefühl des Schwebens. Das gibt es bei fast keinem anderen Tanz, beim Quickstep noch ein bisschen. Wien hat so eine unglaubliche Ballkultur. Ja. Also die Bälle in Wien sind legendär. Und Sie machen seit Jahren immer diese Eröffnungstanz, die Choreografie, und Ihre Leute tanzen das. Das ist etwas, wo wir ganz besonders uns einsetzen dafür, für diese Wiener Ballkultur. Und dazu brauchen wir auch diese Jugend, weil die Jugend ist ja der Teil des Balles, der auch die Eröffnung mitträgt und macht. Herr Irrmeier, ich habe meine Tanzschuhe dabei. Sehr gut, ja. Und ich habe jetzt ein bisschen Sorgen, dass mir schwindelig wird, aber ich würde wahnsinnig gerne ein bisschen über den Wiener Walzer lernen. Ja, das im Stehen. Machen wir, dann ziehe ich mir jetzt die Schuhe an. Im Stehen und im Drehen. Im Stehen. Und los geht's. Und wir beginnen mal mit dem Rechtswalzer. Das bedeutet, der rechte Fuß geht immer vor. Einfach so vor. Gewicht auf den rechten Fuß. Dann der linke zur Seite, Gewicht auf den linken Fuß. Und jetzt schließt der rechte zum linken und übernimmt das Gewicht. Der linke ist frei. Und der geht zurück, zurück, seit und wieder schließen. Das ist Walzer. Alle machen das zu Hause? Everybody doing this at home? I hope. Gut, also vorwärts, seit, schließen und rück, seit, schließen. Noch geht's. Jetzt drehen wir. Vor, seit, Schluss, rück, seit, Schluss, vor, seit, Schluss, rück. Seit. Ich bin schon raus. Vor, seit, links, rück, seit, rechts, vor, seit. Perfekt. Da, 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 da. Oh, es macht Spaß, aber. Wie viele Jahre haben Sie schon Walzer getanzt? Gar nicht. Gar nicht, macht aber Spaß. Geht ja wunderbar. Jetzt wird gleich 5 und. Ja, perfekt. Das ist wunderbar. So I've learned how to dance the basics of the Viennese waltz, and now I'd like to hear one live. And tonight in the Vienna Concert House, the Philharmonics are playing a concert, and I hope they'll have a waltz or two on the program. I'm sure they will. The Philharmonics is a group of 7 extraordinary musicians and was founded by members of the Vienna and the Berlin Philharmonic Orchestras. They describe themselves as adventurously classical and passionately unconventional, and they play a huge range of music, including classical, gypsy, jazz, and klezmer.
But today I want to hear them play a Viennese waltz. The Philharmonics, es ist so toll, mit euch auf die Bühne sitzen zu können und euch beim Walzern zuzuhören und auch zu spüren, was für Energie das ist. Aber die sind wahnsinnig gefährliche Dinge zu spielen, oder Tibor? Wie leitest du die Walzer? Das sind so viele gefährliche Stellen in einem Walzer. Also ein großer Walzer beinhaltet viele kleine Walzer und jeder von diesen Walzern hat einen anderen Charakter. Also manchmal ist es einfach tänzerisch, manchmal ist es etwas melancholisch und eben die einzelnen Walzer kann man ziemlich gut einstudieren und treffen, aber die Übergänge sind sehr schwer, also dass man diese Stimmungen eben gut lenkt und dass es trotzdem eine Einheit wird. Mein Kollege nennt immer die Übergänge Übelgänge dabei beim Walzer, weil die so schwierig sind. Da ist aber eine große Frage für mich als Musikerin. Es gibt in dem Walzer gibt es 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aber wenn wir genau hinhört, macht ihr das ganz anders. Könnt ihr dann dieses einfach für den Um-Cha-Cha-Um-Cha-Cha? Ja. Also es ist, so wie Leonard Bernstein gesagt hat damals, also Wiener Walzer ist nicht 1, 2, 3, sondern also 1, 2 und maybe 3. Also, das ist ungefähr so gedacht. Und wichtig ist dabei eben, dass die nachschlagenden Gruppen den Walzer kennen und wissen, was in der Flöte und in den ersten Geigen los ist und Melodieinstrumenten, weil eigentlich begleitet man auch jeden Walzer anders. Ja? Also es gibt eben so bei den also das ist die einfache Erklärung, also Wiener Walzer nachschlagen vor Dummies. Also das ja, ist jetzt hast du das Geheimnis der Wiener, aber das ist toll, dass du das bei unserer Sendung machst. Ich danke dir sehr dafür. Es gibt wichtigere Sachen. Erzähl bitte. Eigentlich das ganze Musik hängt immer von Kontrabass ab, wie es gespielt wird. Sowieso? Und es ist nur in Wien, wird immer so gespielt, dass alle... bei Walzern wird immer nur Abstriche gespielt. Es war für mich auch eine riesengroße Überraschung, als ich das erste Neujahrskonzert mit Lorin Maser gespielt habe, dass ich bei erster Probe jeden Ton immer so gespielt habe. Dann die Kollegen haben mir das erklärt, es muss immer schwingen. Wie eine Pauke, boom. Genau. Das muss immer schwingen. Deswegen zum Beispiel, wenn man das im Fernsehen besser beachtet, wir spielen nie, sondern immer mit großer Bewegung. So. Wow. Weil dann einfach die Saiten schwingt auch besser, Bogen schwingt besser, alles schwingt besser. Klingt auch genial. Und wenn es gut ist, dann kann man die Nachschläge gut spielen. Aber erst dann. Aber wenn es so klingt, kann man keine Nachschläge spielen. That's all from Sarah's Music for today. I'm going to carry on waltzing here. It's so much fun. Try the Vienna waltz at home. It's delicious. See you next time. Bye.
jeder Sendung gibt es eine Horn-Challenge. Das heißt, derjenige, der gerade geinterviewt wird, muss versuchen, aus dem Horn einen Ton rauszukriegen. Ich würde jetzt gerne Thibaut nominieren. Wollen wir abstimmen? Ja, ja Thibaut, ich glaube, wir sind dafür, wir sind alle dafür.